Blasen. Du hast keine Blasen. Doch, du hast Blasen. Nur zwei. Zwei. Auf jeder Seite eins, gleich aufgeteilt. Abgeklebt. Ich habe ja auch eine, wie ihr gesehen habt. Getaped, ja. Ich habe meine auch. Na, Claudia, wo kommst denn du her? Ich hab Pipi. Ja, klar. Also, genau. Wir sind jetzt gestartet in Weitersfelden und laufen nach Kaltenberg, wo wir auch schlafen. Das ist jetzt die letzte Etappe. Und ich habe gerade mit der Heme telefoniert und dann hatte die Claudia gesagt, dann achte ich jetzt mal auf die Beschilderung. Dann waren wir mitten auf der Wiese und das Claudia hat jetzt nämlich nasse Füße. So, sieht es nämlich aus. Aber ihr seht, heute ist wirklich traumhaftes Wetter. Letzte Etappe. Wir nehmen euch natürlich wieder mit für ein paar Eindrücke. Es sind wirklich ein paar Eindrücke, die wir euch mit auf den Weg sozusagen geben wollen. Der Pilgerweg ist natürlich ein Weg, jeder geht ihn mit einer, ja, jeder hat eine andere Intention, zu pilgern, wandern zu gehen. Und wir sind halt viel in unsere Stille gekommen. Viele Dinge reflektiert, ich zumindest. Habe viele Dinge nochmal so reflektiert. Gibt es was, was ich verändern möchte? Gerade beruflich. Es sind ja gemischte Gefühle gewesen jetzt tatsächlich hier auf dem Weg. Und ich habe gemerkt, das hat mich doch, ich will nicht sagen belastet, weil belastet hat es mich nicht. Aber es hat doch schon Emotionen auch in mir immer wieder hervorgerufen und Gedankengänge dazu. Es ist, wie es ist. Der Tod gehört zum Leben mit dazu, wie die Nacht zum Tag. Es ist die Frage, wie gehen wir damit um und ja, wie sehen wir das Ganze? Für mich ist der Tod, ist meine persönliche, meine eigene Sichtweise, nichts Endliches. Es ist eine Transformation in einen anderen Zustand. Die letzten 14 Kilometer nach 1000 machen wir schon schlapp. Ja, das waren schon 1000? Oder erst? Nein, ich weiß es nicht. Ach ja. Ist die Nacht noch nicht vorbei. Wir tun hier schon rum. Meine Süßen. Ihr bleibt schön zusammen. Ihr seid ja süß, golden. Wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Aber schnell. Ja, und ein Hund ist normalerweise ja eher auf den Menschen oder auf seinen Boden. Ja, warte, ja, nimm es. Aber ich habe mich hier drauf getrieben. Ja, ganz klar, wenn du nicht irgendwie alles selber prüfst, genauestens prüfst, hast du auch. Probiere ich natürlich jetzt mal gleich. Schon eingenommen.
dieser Hof hat mich auch beim letzten Mal schon fasziniert. Da ist nämlich der Schnapspavillon. Oder gehen wir da wieder rein, oder Claudia? Selbstbedienung. So, wir machen jetzt hier eine kleine Rast auf dem Hof. Und zwar, wie heißt denn der hier? Bio Tauerbrück. Bio Tauerböck. Tauerböck. Ich habe meinen Finger davor. Also, Tauerböck. Tauerböck. Ich kann euch jetzt nicht zeigen, was ich gekauft habe. So ein Weihnachtsgeschenke dabei. Wir waren nämlich ja beim letzten Mal hier schon so begeistert, weil der Likör hat wirklich sehr gut geschmeckt. Jetzt hatte der Hofladen auf, da war ich eben drin. Claudia nimmt sich ein Radler. Ach, das kann ich ja zeigen hier, ne? Claudia, was du dir gekauft hast. Leinöl haben wir geholt. Und ein Pechöl, Kiefernholz-Pechöl. Sehr interessant. Ah ja, hier steht es ja auch, Biohof Tauerböck. Das ist wie eine Zugsalbe, hat sie mir erklärt. Ich habe auch Beschreibung dazu mitgenommen. Den Rest kann ich euch nicht zeigen. Das sind alle Geschenke, Weihnachtsgeschenke. Wow, die Mutti kauft immer ein, wenn sie was sieht und sofort an den und den denkt, kauft sie das ein. Und dann, ich mag nämlich keine blöden Geschenke, also keines auf Druck. Jetzt muss ich was unbedingt verschenken und jetzt muss ich was kaufen. Aber gerne zwischendurch. Und so kann ich mein kleines Köfferchen aufmachen und weiß, da habe ich was für den und den. Ja, wir snacken jetzt hier gleich noch ein bisschen und dann geht's weiter. Servus euch. So. Ein kleiner Zwischenstand. Mein Pflaster hält. Hast du schon wieder eine Blase? Ja, hat ja. Sich. Und jetzt nehmen wir euch mal mit. Wir machen nämlich hier eine kleine Pause. Schaut's mal. Wir wechseln gerade. Da oben sind auch noch zwei Pilger, die saßen gerade hier. Und jetzt wollen wir mit den Füßen da rein. Durchgehen, oder? Ist das schön. Das ist nicht so kalt wie das andere. Ja. Ist angenehm. Ist wirklich angenehm. Ist ein bisschen pieksig. Aber ansonsten. Ja, ich finde, das ist. Gestern war noch ein bisschen kälter. Aber komm mal rein. Steh mal ein bisschen drin. Ja, ja, eine ganz andere Hausnummer. Jesus, Maria. Jesus. La, 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 la. Früher hätte man gesagt, ich habe ADHS. So, Lunchtime. Das ist alles dabei. Übrigens, hier ist so eine Packung Nüsse, ein bisschen Brot. Das ist für Claudia. Salat. Wir haben uns auch gar keine Gabel mehr besorgt, ne? Wir essen das jetzt mit Finger. Genau. Das gute Taschenmesser ist dabei. Kleine Lunchtime. Nur weil wir die letzten Meter noch, ne? Ja. Komm, wir laufen, Claudia, komm. Lauf. Hopp, 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 hopp. Na los. Claudia, komm jetzt. Wir wollen noch zurück nach Hause heute. 9 Stunden Autofahrt. Komm. Ja, lauf vor. Komm. Das Auto, hol mich ab. Alles gut. Soll ich das Auto schon mal warm laufen lassen? Ja. Leute, schaut euch den Blick an. Also, das muss man wirklich sagen, es zeigt sich heute nochmal von seiner wirklich heißen Seite, traumhaften, sonnigen Seite, wollte ich sagen. Oh. Wirklich schön. Wenn es wolkig ist, ist es auch sehr schön. Und natürlich oftmals auch angenehmer zu laufen, so in der Hitze. Es ist schon anstrengend. So, ihr Lieben.
Claudia wartet auf mich, weil sie rennt auch in letzter Zeit immer so schnell. Komm, Claudia. Abschneiden, trocknen lassen, Tee rein. Oder? Nee. Vanessa, findest du schön von hier oben? Die frischen Blätter? Ja. Du musst halt immer aufpassen. Eine Brennnessel hast du immer, niemals so anfassen. Immer von unten nach oben fassen, weil du dann damit die Glasampullen, die Glasflächen kaputt machst. Und diese hier, ja, die jetzt nicht, die hat mal aus, aber diese oben, diesen oberen Teil, den nimmst du ab, brauchst du nicht trocknen. Den machst du direkt so, den kannst du direkt in deinen Tee reinmachen. Und im Frühjahr kannst du die Kur direkt anfangen. Ja. Ups, waren die Stöcke. Oh, nur guckt's mal. Hier sind wir vor 85 Kilometer gestartet. Nun sind wir wieder da. Wir haben's geschafft. Hier haben wir jetzt nochmal die ganze Strecke, die wir gelaufen sind. Start ist eigentlich, sage ich jetzt mal bewusst, in Pierbach. Wir sind aber diesmal ja in Kaltenberg gestartet. Jetzt suche ich das gerade. Wo haben wir das denn? Kaltenberg. Da. Wir sind hier gestartet und sind dann quasi hier. Und dann von Pierbach wieder nach Kaltenberg. Das ist die ganze Strecke mal so ein bisschen, dass man sieht, wie stark es doch auf und ab geht.